Hallo und willkommen zurück bei Pop-Up Science. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Licht und Farben. Und wer könnte besser über Licht und Farben sprechen als jemand, der sich jeden Tag damit beschäftigt? Jakob ist Farbenexperte und kann uns heute ein paar Fragen beantworten. Schön, dass du da bist, Jakob. Hey, frag mich. Jakob, die wichtigste Frage zuallererst. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen blau, aber wenn es so aus einem Laser rauskommt, sind eigentlich alle Farben ganz schön. Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Farben und alle diese Farben zusammengeschmissen sind irgendwie der Regenbogen. Aber warum ist ein Regenbogen eigentlich so bunt? Der Grund ist, dass für einen Regenbogen braucht man ja, also ein Regenbogen entsteht, wenn die Sonne scheint, aber gleichzeitig regnet es in der Nähe. Und dann trifft das Sonnenlicht auf die Regentropfen und diese Tropfen spalten das Sonnenlicht dann in alle verschiedenen Farbbestandteile auf. Das heißt, man sieht alle Farben, die in der Sonne vereint sind, aufgespalten im Regenbogen. Aber wenn ich mir den Regenbogen angucke, sind da wirklich alle Farben drin? Ich habe das Gefühl, wenn ich mir das anschaue, dann fehlen manche Farben. Zum Beispiel Braun ist zum Beispiel nicht im Regenbogen drin. Ja, das ist eine interessante Frage. Also es sind alle Farben, die in der Sonne sind und es sind alle Farben, die leuchten. Wenn du dir zum Beispiel Braun überlegst, das ist eher ein Gelb-Orange-Ton, der dann sehr stark abgedunkelt wird. Und wie gesagt, im Regenbogen sehen wir genau das, was eben hell scheint und deswegen ist Braun da nicht dabei. Wahrscheinlich ist es aber auch ganz praktisch, weil mit einer braunen Farbstich im Regenbogen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so schön aussehen. Richtig, genau. Da hat sich die Natur schon was überlegt. Warum ist es denn so, dass man Regenbogen nur tagsüber sieht? Wenn ich mir vorstelle, manchmal hat man ganz doll nachts auch den Mond leuchten. Warum gibt es denn keinen Mondregenbogen? Ich meine, es kann schon vorkommen. Der Mond leuchtet viel, viel schwächer als die Sonne. Auch wenn gerade ein richtig starker Vollmond ist, kann man es natürlich nicht mit der Sonne tagsüber vergleichen. Und dann kann es doch sein, dass eben nach dem gleichen Prinzip, das ich gerade erklärt habe mit der Sonne, auch der Mond einen Regenbogen wirft. Sache ist nur die, dass wir bei relativer Dunkelheit zwar noch Helligkeitsunterschiede gut wahrnehmen können, aber Farben schlechter. Und deswegen würden wir den Regenbogen dann auch nicht mehr in alle Farben aufgelöst sehen, sondern halt nur mehr als einen weißen Streifen. Das ist ja eigentlich schade, weil wenn ich mir vorstelle, so ein hell leuchtender Regenbogen in der Nacht würde wahrscheinlich eigentlich noch spannender aussehen als am Tag. Natürlich, ja. Also wenn man eine gute Kamera hat und die richtigen Einstellungen wählt, dann kann man wahrscheinlich auch im Mondlicht sehr schön abbilden. Wir haben diese Woche auch ein Experiment gemacht mit unseren Juniorforschern und Forscherinnen. Und zwar haben wir da mit einer CD schillernde Farben erzeugt. Kannst du uns mal erklären, wie hat das überhaupt funktioniert? Also in einer CD, das ist ja nicht einfach eine flache Scheibe, sondern da sind eigentlich ganz viele, viele kleine Blöcke drauf, wo die Information gespeichert wird in der CD. Und diese kleinen Blöcke, ähnlich wie ein Regen, ähnlich wie die Regentropfen beim Regenbogen, spalten die das Licht dann in seine Bestandteile auf. Und so entsteht dann ja sowas Ähnliches wie ein Regenbogen auf der CD. Jetzt benutzt ihr im Labor, benutzt ihr keine CDs und ihr benutzt auch nicht die Sonne, um euch Sachen anzuschauen, sondern ihr benutzt Mikroskope und mit diesen Mikroskopen bringt ihr Zellen zum Leuchten. Was passiert denn da und wie macht ihr das? Ja, also da gibt es spezielle Moleküle, die nennen wir Fluorophore. Wenn die angescheinend werden von einem Licht mit einer bestimmten Farbe, dann geben die von selbst Licht ab mit einer anderen Farbe. Und diese Moleküle heften wir dann an bestimmte Strukturen in der Zelle und dann leuchten die nur diese Strukturen. Und dann können wir uns diese Strukturen sehr genau anschauen und die leuchten dann sehr hell für uns. Okay, aber wo kommt dieses Molekül her? Das klingt jetzt ein bisschen wie so eine Art Sci-Fi-Geschichte. Auf einmal leuchtet irgendwas, was vorher nicht geleuchtet hat. Wie kann ich das vorstellen? Also es kommt in der Natur vor, zum Beispiel in Pflanzen. Ist das sehr oft der Fall, dass die einfach von selbst leuchten. Und zum Beispiel in der Qualle, ja, es fällt mir der lateinische Name nicht ein, aber es gibt eine Qualle, wo auch ein grünes fluoreszentes Protein isoliert wurde, das jetzt sehr viel verwendet wird.
Aber dann, was wir im Labor machen, da gibt es verschiedene Strategien. Also man kann zum Beispiel die Erbinformation der Zelle so manipulieren, dass die dann selbst auch diesen leuchtenden Farbstoff herstellt. Oder man kann zum Beispiel Antikörper in die Zelle bringen. Das sind zum Beispiel, wenn ihr krank seid, dann schickt der Körper Antikörper zu den zu bestimmten Teilen der Zellen, um dort eben den Virus zu bekämpfen oder was auch immer. Und wir simulieren das mehr oder weniger, vereinfacht gesagt, und heften dann diese Antikörper dann diese selbstleuchtenden Moleküle an. Und so können wir dann auch die Strukturen sichtbar machen. Und ihr könnt dann direkt in der Zelle sehen, wie sich diese Antikörper durch die Zelle bewegen können. In der Praxis wartet man, bis die Antikörper sich dort angeheftet haben, wo sie heften sollen. Und dann schaut man sich das Ganze an. Okay. Jetzt kann Licht aber ja nicht nur Informationen hervorbringen und uns erleuchten, sondern Licht kann auch gefährlich sein. Wenn du sagst, ein Laser, wenn ich mir vorstelle, im Sci-Fi-Film kann man damit Raumschiffe kaputt schießen. Aber ist im echten Leben ein Laser auch gefährlich? Oder kann Licht gefährlich sein? Also mit unseren Lasern kann man wahrscheinlich keine Raumschiffe kaputt schießen, aber das Augenlicht ausschießen kann man sich sicher. Also es ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht. Wir tragen auch im Labor spezielle Schutzbrillen, um unsere Augen zu schützen. Selbst bei relativ niedrigen Leistungen ist Laserlicht eigentlich oft sehr gefährlich. Okay, dann ist natürlich jetzt klar, was die nächste Frage ist. Kann man denn sagen, die und die Farbe des Lasers? Welcher Laser ist denn der gefährlichste Laser? Kann man das so sagen? Ich würde sagen, es gibt keine ganz einfache Antwort drauf, weil es natürlich immer von der Leistung stark abhängt. Also tendenziell kann man sagen, längere Wellenlängen, also das wären dann eher rot, sind es nicht so gefährlich, zum Beispiel für die Haut. Das heißt, da, wenn dich da ein blauer oder violetter Laser trifft, ist das gefährlicher. Zum Beispiel, man kennt es ja auch im Sommer, dass man durchs UV-Licht einen Sonnenbrand bekommt. Aber mit genügend Leistung ist jede Farbe, also kann jede Farbe gefährlich sein. Also Vorsicht ist auf jeden Fall angebracht. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie der Regenbogen funktioniert, was deine Lieblingsfarben sind, was du im Labor machst. Aber wie wird man eigentlich Lichtforscher oder Lichtexperte? Ja, also ich habe Physik studiert an der TU Wien und bin dann eigentlich über ein Praktikum ans IST gekommen, in die Forschungsgruppe von Johann Danzl. Und das hat mir dann sehr gut gefallen und deswegen bin ich dabei geblieben. Aber ich denke, es gibt auch HTLs mit Optik-Hintergrund oder ja, mein Zugang ist mehr, wenn einen ein Thema interessiert, dann beschäftigt euch einfach damit, lest was drüber und dann wird man auch selbst ganz leicht zum Experten. Und was findest du besonders spannend an deiner Forschung? Also mich fasziniert einfach, Strukturen sichtbar zu machen, Proben, einfach zu sehen, was in den Proben genau drinnen ist und das noch mit höherer Auflösung, noch schönere Bilder zu bekommen, ist eigentlich das, was mich sehr dran fasziniert. Ja, das klingt auch sehr cool. Tatsächlich sind wir jetzt schon am Ende des Interviews angekommen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne und sagt uns Bescheid, was ihr noch von Jakob wissen wollt. Von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jakob. Ja, gerne. War sehr interessant. Danke, fand ich auch. Und ich wünsche euch und dir noch einen super schönen Tag. Macht's gut. Danke, ebenfalls. Tschüss.